Wir öffnen heute gemeinsam die neuen City Sets. Übrigens, Rita macht sich gerade noch schön. Und da wollten wir euch zeigen, dass die zum Teil jetzt schon diese neuen Schachteln. Oh, hier ist ja gar nichts mehr drin. Ihr seht das Set gleich. Die haben zum Teil schon die neuen Schachteln. Finde ich total praktisch, weil man dann die ganzen Säckchen hier reinschmeißen kann und auch zum Beispiel den Deckel dazu verwenden kann, um dort drinnen zu bauen. Das heißt, wenn man das Set nicht auf einmal zusammenbaut, kann man das über Nacht dann hier drinnen lassen, zumachen. Da kommt auch kein Tier oder kein kleines Kind dran und dann hat man das so immer parat, kann man auch super zusammenlegen wie die alten Schachteln. Jetzt geht's aber zu den Sets. Hallo meine Lieben und willkommen zu unserer Dschungelexpedition. Ich habe mich schon in ein, wie sagt man, Camouflage-Outfit. Tarnoutfit. Im Amazonas-Regenwald sieht man Rita überhaupt nicht, weil Nein. dort sind ja lauter bunte Blumen und Blätter und auch die Frösche sind blau und gelb und rot, also man sieht sie nicht. Ich bin ein bisschen dezenter heute, ich hoffe, es ist okay. Ich habe meinen Johnny Thunderfoot gesucht, Rita hat ihn mir aber versteckt und Ja. keine Ahnung, wo der hin ist. Sei es drum. Wir haben die Lego City Dschungelwelle für euch, erscheint am 1. Juni. Wow, was für Sets. Wir hatten ja das letzte Mal 2018 so Dschungelsets. Da war ich ein großer Fan davon. Wir haben ja auch in Wild City dieses Oh eine oder sogar ja. die zwei Sets mit dem abgestürzten Flugzeug und mit diesem Maya-Tempel, was auch immer. Das ist aber irgendwie Genau. noch nicht ordentlich eingebaut und ich glaube, wir werden hiervon auf jeden Fall was verwenden können. Das sind eins, zwei, drei, vier Sets, die man jetzt sehr schwer auseinanderkennt. Aber Rita, meine Kein fabulöse Problem. Assistentin wird ihr Bestes tun, dass sie hier ein bisschen Ordnung für euch macht. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Sets. Farbgebung dunkelblau, orange und weiß. Gefällt mir ganz gut. Jetzt schauen wir mal in die Sets rein. Also, ich würde sagen, wir starten mal mit diesem Flugzeug hier, Ja. das auch auf dem Wasser landen kann. Also, ich muss sagen, von der Thematik her, wir haben erstens mal immer Tiere dabei, auf die gehen wir gleich noch ein. Wir haben immer irgendein Gefährt dabei und coole bedruckte Fliesen. Zu den Tieren starten wir gleich durch. Wir haben hier drei Krokodile mit dabei, zwei große hier, die sind in diesem Sandgreen. Ich glaube, dass das Olivgrün ist, wenn ich mich nicht Ah, Olivgrün. täusche. Wobei es unter unserem Studiolicht ein bisschen wie Sandgrün ausschaut. Ob das nicht Ist eine das neue dann Farbe ist, Sandgrün? und das Ah, ist das. Sandgrün. Das Kleine ist in Sandgrün. Vielleicht sieht man es Das dann hier. war schon mal bei einem dieser City Explorer Sets drauf. Ich weiß aber auch nicht, ob es in dieser Farbe war. Auf jeden Fall, den Mold hat es schon mal gegeben. Und das ist natürlich. Oh, weiter, ich Ja, rede bespaße in der weiter. Zu Zwischenzeit unsere Zuschauer. Ja, das ist das Kleine. Das ist natürlich das Highlight. Das Set kostet 23 Euro Listenpreis und hat unter Anführungszeichen nur 177 Teile, was vor allem daran liegt, dass hier diese Tiere dabei sind, die wahrscheinlich einzeln, ich denke nur ans Legoland oder Lego Pick a Brick, wahrscheinlich schon fast 15 Euro wert sind. Und dann ist ja auch hier noch so ein kleiner Ein Sidebuild Frosch ist auch mit dabei, einem bitte. Frosch dabei. Ja, ein giftgrüner Frosch finde ich lieb. Ja, hier ein bisschen Wasser, wo sich eben darunter die Krokodile verstecken können. Finde ich ganz nett. Und dann haben wir noch zwei Figuren. Einerseits diese Dame hier. Bei der finde ich auch speziell die Frisur richtig, richtig nice. Also hier mit diesem Zopf, mit diesem etwas andern Zopf oder wie man darüber sagt. Riesengroße Habe ich Kamera. noch nie gehört. Ja, so wie ich bin aus dem Bett aufgestiegen und habe immer so super Oh. ausgesehen. Zopf, genau. Und was Sieht natürlich. ungefähr so aus wie Rita, wenn sie Ah! aufsteht. Danke. Und diesen Herr hier, und der hat eben auch diese coole bedruckte Fliese drinnen. Und da haben wir eben bei jedem Set eine andere von diesen Karten mit dabei. Und diese hier zeigt eben an, wo die Krokodile sind, was natürlich Sinn macht, weil hier die Krokodile vertreten sind. Ja. Das ist eben der Pilot. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das nochmal kurz in die Kamera halten darf, ich fühle auch diese Oberteile sehr. Also das haben sie gut getroffen. Die gefallen mir fast noch ein bisschen besser von der Bedruckung wie die aus der letzten Wenn er sie fühlt. Dschungelserie. Was ich nicht ganz so fühle, ist das Flugzeug. Das sieht irgendwie ein bisschen klobig aus. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Irgendwie so eine, wie so eine Seegurke. Irgendwie die Flügel sind ein bisschen kurz und der Rumpf ist dafür so dick. Das hätten sie ein bisschen schöner machen können. Ein kleiner Hinweis noch, vielleicht habt ihr es schon erkannt. Hier sind am Rand dieses kleinen Aufbaus so Häken, könnt ihr sehen. Und das hat damit zu tun, dass man die Sets, wenn man alle kauft, auch verbinden kann. Also Modularität wird hier groß geschrieben. Zum Beispiel mit
diesem Aufbau hier. Richtig. Genau, das ist das 10-Euro-Set, das Quad, wo der Hauptteil des Sets natürlich das Fahrzeug ist. Aber auch hier ist so ein kleines Felsenteil dabei. Genau. Ist jetzt nichts Besonderes. Nicht wahrscheinlich so das Highlight, ihr habt schon gesehen, ist dieser rote Panda. Auf den habe ich mich schon sehr so gefreut. Süß. Und interessanterweise, irgendwie von der Verpackung her, dachte ich mir, dass er irgendwie ein bisschen pummeliger ist, der rote Panda. Aber im Endeffekt ist er wirklich echt süß gemacht. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Also wir hatten schon jetzt, nur damit ihr im Klaren seid, was wo dazugehört, das Flugzeugset mit diesen Krokodilen. Genau. Dann haben wir jetzt dieses 10-Euro-Set, wo der rote Panda dabei ist mit diesem kleinen Aufbau, welches Rita in die Kamera hält. Genau. Und dann auch noch dieses Quad hier. Das ist im Übrigen die Set Nummer 60424. 10-Euro-Set für 92 Teile. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieses Quad hier nicht besonders gut. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein 4-Plus-Set. Vorne mit dieser Schnauze und auch nur ein Frontscheinwerfer. Also, aber der rote Panda ist dabei. Irgendwie, Leute. Also das Auto, das werden wir, glaube ich, irgendwo für Tim bereitstellen. Und halt auch wieder diese coole bedruckte Fliese. Und jetzt nochmal die Frage, also hier ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, nur eine einzige Minifigur dabei. Und da haben ja viele sich gefreut, weil sie gesagt haben, das ist ja eine Reinkarnation von Johnny Thunder. Er sieht nicht eins zu eins so aus, aber er hat trotzdem sehr große Ähnlichkeit und für mich ist das ein Reboot der Serie. Der Enkel oder Urenkel. Ja, das kann natürlich sein, auch so wie bei Indiana Jones Next Generation, oder war das nicht so? Also er ist der Sohn von Johnny Thunder, ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat, früher hatten die Charaktere bei Lego City ja teilweise auch Namen. Ist ein ganz nettes Set, wie gesagt, das ist das hier, 10 Euro, wenn das mal irgendwo im Angebot auftauchen sollte, so im Bereich von 8 Euro, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Mit dem Flugzeug kommt es darauf an, ob ihr Krokodilfans seid, finde ich. Wenn euch das Flugzeug nicht so gefällt und ihr auch keine Ambitionen habt, irgendwelche Krokodile in eure Lego-Stadt zu geben, dann könnt ihr auch bei dem Set vielleicht noch ein bisschen warten. Dann kommen wir als nächstes zum Dschungelforscher-Truck, ein 30-Euro-Set. Wo übrigens auch unser lieber Johnny-Enkel wieder dabei ist, der wieder bitte eine coole bedruckte Fliese in der Hand hält. Und dieses Mal sind sie dann auf der Suche nach dem Tiger übrigens. Es ist das hier auch sehr interessant, ein Fernseh- oder Kamerawagen. Mhm. Es ist ein Riesentruck, der auch hinten ein bisschen eingerichtet ist. Gefällt mir ganz gut. Irgendwie die Räder finde ich fast ein bisschen groß für das Gefährt. Wobei eigentlich der Gummi, der Reifen so groß ist, die Felgen extrem klein. Drinnen aber nett eingerichtet. Ich glaube, dass das ein Sticker ist, oder? Auf dieser Fliese. Es wird da quasi ich wollte das irgendwie aufklappen, aber das geht leider nicht. Es wird da der Tiger gefilmt mit diesem Kamerawagen und da seht ihr schon hinten drauf ist quasi hier so eine große Kamera, die man auch verstellen kann und es ist auch noch dann eine kleine Drohne dabei, die sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber gut. Die haben wir jetzt auch beim Aufbau verloren gehabt und haben sie dann wieder gesucht, zum Glück auch gefunden. Ich hatte Rita schon oder Tim schon unter Verdacht, dass er mit der abgerauscht ist. Hier auf der Seite diese Truhen, die man auf- und zuklappen kann, wo dann zum Beispiel eine Banane drinnen ist, das finde ich eigentlich als Idee ganz cool. Und die Truhen an sich sind cool, weil die sind eben in diesem, wie nennst du das immer, ja, Flat Silver Chrome oder sowas? Chrome Silver oder auf so jeden Fall dieses dunkelsilbrige Grau. Richtig. Den Truck an sich finde ich ganz cool und es ist, ihr könnt es erahnen, wieder mal eine Serie, die sich eher um Fahrzeuge dreht, was aber daran liegt, dass einfach Kinder Sehr gerne Fahrzeuge. Also Tim hat jetzt diese Serie noch nicht bespielen dürfen. Nein. Wir werden uns mit einem Update melden, wenn es soweit ist. Aber ich bin zuversichtlich. Ich habe mich eigentlich ein wenig geärgert, weil ich gehört habe, dass so eine Dschungelserie rauskommt, habe ich wieder an diese großen Aufbauten gedacht, wie gesagt, aus der 2018er Serie, diese großen Berge und das abgestürzte Flugzeug. Wenn Tim zum Beispiel mit Lego oder Duplo spielt, ihn interessiert nur das Auto oder nur das Flugzeug. Das andere ist eher nicht. Nebensächlich. Ist auch nett, aber ist nicht so wichtig. Mhm. Genau. Das ist also das Kamerateam, welches hier bei diesem Truck dabei ist. Der hat übrigens 314 Teile, 30 Euro. Genau. Ist also gar nicht so schlecht. Keine Wendegesichter, aber dafür wieder eine coole Frisur hier mit dabei. Genau. Eigentlich bei beiden eine coole Frisur, muss ich sagen. Hinten sie mit so einem Dutt und er eher so eine
auch wieder eine Andan-Frisur. Vielleicht ist das im Urwald so. Naja, ich meine, mit Duschen und so haben sie es ja im Dschungel nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob man im Amazonas baden gehen kann. Ich glaube, da fressen einen die Piranhas und da wird man halt zweimal am Tag von einem Sintflutregenartigen Niederschlag geduscht und dann sieht man halt so aus. Außer man hat so kurze Haare wie ich, dann ist das nach 10 Minuten wieder trocken. Aber Rita, ich möchte nicht wissen, wie du aussehen würdest, wenn du eine, auf einer Dschungelexpedition wärst. Hier ist sogar mal ein größeres Display dabei. Wir haben hier die Höhle des Tigers. Den finde ich eigentlich ganz gut getroffen. Das ist, bin mir nicht ganz sicher, ob das ein neuer Mold ist. Wir hatten ja früher auch schon solche ähnlichen. Ich glaube aber, dass der ein bisschen anders. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Er kann seine Hinterbeine wieder so aufstellen. Das heißt, er kann sich wieder so nach oben regeln. Vorne der Bart ist sicher neu. Aber das kommt mir ein bisschen neu vor. Also wir haben jetzt nicht verglichen mit den alten Tigern. Wir haben ja eigentlich nur den Friends-Tiger bei uns im Zoo, oder? Der war doch bei dem Prinzessin Jasmin. Es gab aber den auch mal. Ah, okay. Und das Set haben wir nicht von der 2018er Dschungelserie. Deswegen hoffen wir auf euch. Der Aufbau ist hier eigentlich ganz nett. Es sind hier einige so Blätter dabei mit so Blumen und so weiter. Auch wieder giftiger Frosch. Die Pflanzen sind immer ein bisschen spärlich aufgebaut. Also hier könnten noch ein paar mehr Blätter rein und Knochen und so weiter. Also es ist nichts Besonderes, aber ist natürlich ganz nett, wenn man da mit seinem Truck, wenn wir das mal cineastisch so gut wie es geht, Rita, assistiere mal als Kamerafrau, setzt den Tiger mal hier rein oder ich mache das und dann fahren die da vorbei und filmen dann den Tiger und dann kann man sich das Video zu Hause ansehen. Ja, dann fällt der Tiger um. Ja. Das letzte Set ist das größte, das haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Es ist der Hubschrauber 100-Euro-Set mit, mein Kaffee steht vor meinem kleinen Notizblatt, 881 Teile und das ein ist mal Riesendrum. Einer der größten Hubschrauber, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ist auch so ein Dualrotor und Rita zeigt das schon perfekt her. Es ist hinten sogar, ich war schon gespannt, als ich die Fotos gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, das wird wieder so ein bisschen eher einfach sein im Aufbau. Aber hier haben sie sich eigentlich Mühe gegeben. Es ist hinten so ein Drehrad, die Motoren drehen sich gegengleich, wie es ja auch, glaube ich, in Natura so gemacht wird. Vorne Cockpit sieht ganz cool aus. Ziemlich viele Snotbautechniken, hier auch so diese Düsen, diese Turbinen. Ja. Also ein Riesenteil. Und mit dem kann man eigentlich auch ganz schön viel machen. Er hat Seilwinde, man kann, im Cockpit ist eher nichts Besonderes drinnen, wenn du da mal kurz reinfühlst. Hat aber Platz für 4 Personen, was ich ganz cool finde. Also das ist schon eine Sondergeschichte hier. 5 Figuren sind hier dabei. Ja, und hier ist aber einiges drinnen. Das Coole ist, dass der Hubschrauber hier einiges beinhaltet, wenn wir das mal so zeigen dürfen. Er hat hinten erstens mal eine ziemlich große Ladeluke, wo dann so während dem Flug, wenn er so tief über das Dschungelgebiet fliegt, mehrere Gefährte abladen kann. Zum Beispiel dieses kleine Bötchen, genau, wieder mit der Dame mit ihrem schönen Zopf, die fotografiert da wieder. Genau, das hat wunderbar Platz. Also von dem her finde ich das ja eigentlich ganz praktisch, dass wir da quasi alles wieder reinpacken können in diesen großen Hubschrauber. Das sonst wäre das halt praktisch. Schon ein bisschen schwierig. Und das hätte ich auch als Junge extrem, ich bin noch immer ein Junge, aber als kleinerer Junge extrem gefeiert. Auch hier wieder die coole bedruckte Friese, genau, mit dem Gorilla. Und wir haben hier, und bevor wir dann auf mein Highlight kommen, haben wir hier im Mittelteil des Hubschraubers, oh Rita, zeig ruhig noch in aller Ruhe deine Figur, wir haben hier im Mittelteil so, so eine offene Fläche, die man auf beiden Seiten aufklappen kann und dann kann man hier das, nennen wir es Basislager der Dschungelforscher rausholen. Das ist einfach 0, nix ist das aufgestellt. Ich finde das eine echt coole Idee hier mit Computer und so Forschungsstation, so eine kleine Überdachung, die sich dann immer so ein bisschen einklappt, wenn sie im Hubschrauber drinnen ist. Genau. Aber es finde ich eigentlich von der Idee her ganz nett. Dann kann man hier auch ein Sandwich kochen, da werden zwar die wilden Tiere gleich dastehen, aber macht nichts, auch mit Bett und so weiter. Also ist echt ganz nett gemacht und das ist wie gesagt hier zu verstauen in dieser sehr voluminösen Ladebucht des Hubschraubers. Er sieht zwar, wenn das nicht drinnen ist, irgendwie ein bisschen leer aus, aber gut, das ist halt so. Auf jeden Fall hat er ziemlich viel Platz und kann einiges laden. So, Rita, jetzt kommen wir zu meinem Highlight der Serie, ganz am Schluss. Die Tierchen. Bitteschön. Also wir haben hier wieder so ein extra Bild dabei, dieses Mal mit verschiedenen Tieren. Erstmal die kleinen, wir haben hier einen kleinen blauen Fisch, wir haben hier einen
giftgrün-pinken Frosch. Und dann haben wir hier auch noch eine braune Spinne. Das Ganze kann man übrigens auch so herumklappen, wenn man das möchte. Also das ist auch möglich. Und hier hinten, das finde ich eigentlich auch noch ganz nett, ist eine, keine Ahnung, sicher eine seltene Blumenart, die sich da versteckt. Und was es auch noch gibt, sind hier diese Früchte. Ja, das, ich habe mich schon gefragt, was das sein soll. Sind das irgendwelche Pfirsiche oder ich habe keine Mangos? Ahnung. Es ist auf jeden Fall cool, dass sie wieder mal ein neues Früchtchen für uns gemacht haben, genau. Weil es gibt ja sehr oft Äpfel und Bananen, aber jetzt haben sie endlich wieder mal was Neues. Und ein Schmetterling. Mhm. Und auf was wolltest du eigentlich raus? Ah, die Gorillas. Auf die freuen sich sicher viele, so sehen die aus. Gorillas gab es ja noch nie, Affen und Lego, das passt zusammen, haben wir ja schon viele verschiedene Iterationen davon gesehen. Auf den ersten Blick sind beide gleich. Ich nehme aber an, das ist einmal Mama-Gorilla und einmal Papa-Gorilla. Sie haben die Arme immer gegengleich, genau. Also einen Arm kann man ja auch glaube ich, immer bewegen, der andere ist fixiert. Mhm. Und die sind genau seitenverkehrt, mehr oder weniger. Das heißt, das sind zwei verschiedene Molds. Bin schon gespannt, welcher da seltener wird. Es ist ja oft so, dass einer teurer ist bei Bricklink als der andere. Und was ich total lieb finde, und da gibt es auch ein Polybag dazu, welches wir leider nicht haben, ist der kleine Babyaffe. Der ist nämlich bei dem Polybag auch noch dabei. Ja. Hier haben wir also die Affenfamilie, so die man da auch begutachten kann. Also es sind, glaube ich, keine, ja, so, wie sagt man dazu, Räuber, die Tiere einfangen und töten wollen, sondern es geht eher hier in die Richtung Artenschutz und so weiter. Wir haben hier bei den Minifiguren, die zusätzlich noch dabei sind, auch hier so eine Art Tierarzt mit Handschuhen und der hat auch auf der Brust bei seiner Jacke so ein Stethoskop und sie fotografiert wieder und er ist, wie gesagt, der Pilot. Die Minifiguren wiederholen sich, so gut sie mir gefallen, leider immer wieder mal. Also wenn man mehrere Sets kauft, dann hat man auch immer wieder die gleichen Minifiguren. Die Hosen sind genauso wie unser schönes Display immer in diesem Dark Tan, aber auch bedruckt mit diesen Taschen. Das finde ich ganz nett. Erinnert mich so ein bisschen an Johnny Thunder und so weiter. Also ich muss sagen, wir haben hier jede Menge Geld vor uns liegen, ja. Aber auch gute Sachen. Also ich bin gerade am Rechnen, 100 Euro, 130. Rita, unterhalt die Leute. So 165 Euro, summa summarum, was man für die komplette Serie, inklusive dem Polybag, welches wir nicht haben, ausgeben muss. Weißt du was? Ich glaube, dass das genau der gleiche ist. Nein, ja. Bloß habe ich die Arme vertauscht. Also ist es doch zweimal der gleiche Affe? Ja. Oh, aber dann musste man den selbst zusammenbauen? Ja. Okay. Löscht das, was ich gerade gesagt habe, raus. Es ist einmal derselbe Affe und Rita hat Blödsinn gemacht. Aber mir wäre es gar nicht aufgefallen. Ja? Du kannst das aber gerne auch umdrehen, weil dann haben wir wenigstens ein Männchen und ein Weibchen. Ja, aber ja gut. Ist natürlich auch möglich. Wir sind frei. Wir können Lego bauen, wie wir möchten. Was ist jetzt dein Vorabfazit von dieser Serie, Rita? Mein Vorabfazit von dieser Serie ist, dass sie, finde ich, gut gelungen ist. Also ich freue mich natürlich sehr hauptsächlich über die bedruckten Fliesen und über die Tiere. Mhm. Und die anderen Sachen, also ich denke mir, so von den anderen Grünzeugsachen kann man die definitiv auch verwenden und in der Stadt gut einbauen. Die Fahrzeuge hätte ich im Prinzip nicht unbedingt gebraucht. Entschuldigung, Herr Affe. Aber ich denke mir, dass da die Kids einfach die mega Freude haben werden. Und von dem her, ja. Schöner Kopf auf jeden Fall. Und natürlich die Figuren. Also die Figuren kann man definitiv auch gut einbauen. Schöne Frisuren dabei, gute Gesichter. Passt super. Ich sehe es genauso oder sehr ähnlich. Ich bin gerade am Nachdenken, so im Vergleich zur 2018. Wir haben ja noch eine Serie in der Zwischenzeit gehabt, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Es gab ja 2018 diese Jungle Wildlife Rescue Serie, von der auch dieses abgestürzte Flugzeug ist. Und dann, glaube ich, zwei Jahre später gab es ja diese Tierrettungsmissionen, wo ja auch wahnsinnig viele Tierkrankenwagen und so ein Raupen, Lastwagen und so weiter dabei war. Das war auch sehr, da gab es auch einen Hubschrauber, der hängt ja bei uns, glaube ich, auch über der Stadt, wo der Fallschirm Springer abspringen. Wo wir sehr viel im Zoo eingebaut haben. Und da sage ich grünes Licht. Ich habe am Anfang, als so die Gerüchte sich verdichtet haben, dass eine Dschungelserie rauskommt, mir hat gedacht,
Da wird wenig für uns dabei sein, was für Wild City interessant ist, außer vielleicht das ein oder andere Tier und vielleicht, wie Rita richtig gesagt hat, irgendwas für den Zoo. Aber ich sehe schon, dass wir da so die ein oder anderen Kleinigkeiten einbauen können und auch vielleicht so das ein oder andere Autöchen, welches irgendwo hinten beim Naturbereich reinkommt. Ja. Ich glaube, über den Preis brauchen wir nicht reden, dass das jede Menge Geld ist, was hier auf dem Tisch liegt. Die Sets kommen aber, soweit wir wissen, alle in den freien Handel. Das heißt, so 30% wird sicher machbar sein, dass sie zum Listenpreis zu teuer sind oder generell eher hochpreisig sind. Darüber brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht reden. Das liegt aber auch allen Dingen voran, dass hier einfach diese Tiermolds dabei sind, die, wenn ihr die nachkauft oder auch zum Beispiel im Legoland, was kosten Krokodile im Legoland? 4,50 Euro oder 5 Euro. Sowas, ja. Diese größeren oder spezielleren Tiere, wie zum Beispiel der Affe, die wären wahrscheinlich bei 6 Euro, 7 Euro pro Stück. Es ist immer noch viel Geld und immer noch zu viel Geld, meiner Meinung nach. Aber mit den richtigen Rabatten, und wir wissen da, ihr seid da Füchse und schnappt da zu, wenn der Preis stimmt. Wir haben uns jetzt letztens erst gerade wieder eine lange Liste auf Geizhals, glaube ich, erstellt, mit lauter Sets, die jetzt demnächst mal vom Markt gehen und die wir gerne noch haben wollen. Das heißt, wenn irgendein Händler die jetzt mal im Angebot abverkaufen sollte, dann bekommen wir da eine E-Mail, dann schlagen wir sofort zu, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Also das könnt ihr auch noch immer machen. Die Sets sind jetzt erst am 1. Juni draußen, da habt ihr auf jeden Fall Zeit und speziell die Tiere gefallen mir sehr. Auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr euch die Sets holt oder vielleicht auch nur die Tiere holt. Mhm. Ich bin gespannt, ich bin auch schon gespannt, wie viel die dann kosten werden auf Bricklink. Aber ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr vielleicht auch Verwendung für das ein oder andere Gefährt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wie Christoph sagt, die fliegende Seegurke ist auch wieder unterwegs. Also in dem Sinne, macht es gut. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.